Hallo und herzlich willkommen zu Gabriela und ein Tropfen Glück. Heute mit dem fünften Chakra, unserem Halschakra. Ein super wichtiges, zentrales Thema, um zu schauen, ist mein Kehlchakra ausgeglichen? Ja, wie geht es mit dem Selbstausdruck? Es ist ein total wichtiges Chakra, weil wir alles, was wir fühlen, was wir denken, was wir wahrnehmen, natürlich auch über die Stimme ausdrücken. Also im besten Falle können wir gut kommunizieren, unsere Gefühle, können ein Nein und auch ein Ja klar und gut kommunizieren, haben Klarheit beim Sprechen und können uns gut ausdrücken. Ja, das ist so der Idealzustand. Aber was ist, wenn das Halschakra unausgeglichen ist, blockiert ist, so wie das bei mir war? Weil als Kind habe ich sehr schnell gesprochen und ich wurde immer ermahnt, Gabriela, sprich langsamer. Ja? Und dann habe ich ein bisschen gestolpert bei manchen Satzanfängen, bei manchen Buchstaben, besonders bei dem W. Also wenn ein Satz mit W begann, dann habe ich da so, ja, es hang mir wirklich hier ganz fest und ich konnte diesen Satz nicht rausbringen. Es hat eine Weile gedauert, bis das dann ging. Und von daher war ich da sehr schüchtern in diesem Bereich, habe mich nicht getraut zu sprechen, vor allen Dingen nicht mit mehreren Menschen, also und vor Publikum schon gar nicht. Also es war ein richtig großes Thema. Und es hat so bis 30, Mitte 30 angehalten, bis ich angefangen habe, mich darum zu kümmern. Mit Persönlichkeitsentwicklung und es gibt da ganz, ganz viele schöne Dinge, die wir tun können, um unser Halschakra zu befreien. Ja, es geht immer wieder um Freiheit, dass ich diese Freiheit habe, zu sprechen, wann ich möchte oder auch zu schweigen. Denn das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir nicht sinnlos reden, sondern wahrhaftig, dass wir Mehrwert kommunizieren und auch wirklich uns zurückhalten können, wenn es nicht angesagt ist. Also wirklich dieses bewusste Sprechen, das ist schon eine kleine Kunst. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, die Stimme zu trainieren, singen, ja, so wunderbare Vokalübungen, aber auch Affirmationen, die ich sehr liebe, weil wir die gleich mit unseren Glaubenssätzen verbinden können und dann zu sprechen, ja, ich liebe es, offen, authentisch zu sprechen oder ich bin frei und offen in meiner Kommunikation. Ja, es gibt da ganz viele schöne Möglichkeiten. Und es gibt natürlich auch Übungen, Halsübungen, die wir machen können, weil das Halschakra, dadurch, dass wir alle so viel am Handy sind, so viel am Computer sind, natürlich auch besonders gestresst ist. Und deshalb immer mal wieder den Kopf kreisen lassen, den Hals befreien. Wichtig auch diese kleine Übung, Kinn zur Halsgrube. Also einfach aufrecht hinsetzen und das Kinn Richtung Halsgrube bewegen. Brustkorb bleibt gerade, also es tut so gut und ein bisschen zu halten. Und dann vielleicht auch mal zur einen und dann wieder zur anderen Seite den Kopf so sanft zu schwenken. Ist eine wunderbare Möglichkeit, hier was für uns zu tun, aber auch die Schultern zu bewegen. Ja, und ihr seht hier auf meinen Schultern liegt ein Tuch mit der Farbe Blau, dieses Azurblau. Das ist die Farbe des Halschakras. Also das tut dem Halschakra gut. Alles, was blau ist, das Meer, die Ruhe, die Weite, ja, beruhigt das Halschakra. Ätherische Öle gibt es einige. Allen voran Lavendel, Pfefferminze, Eukalyptus. Und wenn ihr viel sprecht, so wie ich jetzt, ja, dann kann es passieren, dass sich die Stimme ein bisschen belegt. Und deshalb ganz wichtig, immer Wasser dabei haben und Wasser trinken. Ja, ganz, ganz wunderbar. Und ich habe eins meiner absoluten Lieblingsöle, Clarity, dabei. Clarity enthält all diese Öle, Eukalyptusöle, grüne Minze, riecht schon, wenn man es öffnet, wirklich nach Klarheit. Tief einatmen oder in den Diffuser. Ich liebe Handinhalation. Ich liebe ja sowieso die Hände, weil da für uns so viel Selbstheilungspotenzial drin steckt. Und dann könnt ihr Handinhalation machen oder auch aus dem Yinjin Jutsu das Schloss Nummer 11, was hier in der Halsgrube liegt. Einfach die
rechte Hand auf die linke Seite legen und diese Ruhe genießen. Beide Beine, Füße fest auf der Erde, aufrecht sitzen. Mal die Augen schließen für eine Weile und genießen, bis es so anfängt, nach ein, zwei Minuten sanft zu pulsieren. Und dann wechselt ihr zur anderen Seite, also die linke Hand auf die rechte Seite und tut dasselbe. Das entspannt das Halschakra. Ja, es ist wundervoll. Man kann richtig tief durchatmen. Und der Atem natürlich ein weiterer Schlüssel. Der Atem, der durch diese enge Kehle muss, um uns den ganzen Körper zu versorgen. Bewusste Atemübungen, frische Luft, total essentiell fürs Halschakra. Ja, ihr könnt auch ein paar Plusöle dem Wasser hinzugeben und ein bisschen gurgeln. Teebaumöl ist da wunderbar. Aber auch ein ganz bisschen Pfefferminze. Also alle Öle, die euch auch wohl schmecken, könnt ihr ruhig mal ausprobieren. Ein bisschen gurgeln natürlich. Den Hals schützen, entweder mit einem Tuch, mit einer Farbe oder wie ich hier mit diesem Choker. Ja, also das ist ganz gut, wenn man das ertragen kann von der Schilddrüse her. Das ist ja das endokrine System, was dem Hals zugeordnet ist, die Schilddrüse, wenn das nicht zu eng ist. Aber ich finde es ganz schön, fühle mich einfach ein bisschen geschützter. Aber wenn es gut ist, dann einfach weg damit. Wunderbar. Dann wird es auch nicht mehr gebraucht. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten, Affirmationen laut ausgesprochen, die Übungen, Trinken, Atemübungen, ja, ätherische Öle. Und ich freue mich auch auf eure Tipps, was ihr noch so im Gepäck habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf und wünsche euch ganz viel Freude beim Sprechen, beim Singen, beim Kommunizieren, eure Wahrheit sprechen und freue mich auf unseren Austausch.